Antitranspirant-Test. Die besten Deos gegen Schweiß im Vergleich. Antitranspiranten-Kaufberatung, so wählen Sie das richtige Produkt aus dem Antitranspiranten-Vergleich. Willkommen bei Bewertungen, Ratschläge und Tipps. Ich habe diese Bewertung basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung. Ich versuchte sie basierend auf Ihren Preis, Qualität und mehr. Sie wählen Ihre Garderobe im Sommer vor allem danach aus, ob sich möglichen Schweißflecken unter den Achseln gut kaschieren lassen? Ziehen Sie besser an, was Sie wollen und greifen zusätzlich zu einem Antitranspirant. Im Gegensatz zum klassischen Deo reduziert ein Antitranspirant Ihre Schweißproduktion. Bevorzugen Sie ein Spray, ein Roll-on oder lieber ein flüssiges Produkt? In unserem Test finden Sie alle Darreichungsformen auf einen Blick. Achten Sie auch auf die Anwendungsgebiete. Nicht alle Produkte eignen sich für die Anwendung auf allen Körperregionen. Antitranspirante, auch als Antiperspirant oder Antihydrotika bezeichnet, sind Schweißhemmer. Erstens reduzieren sie die Schweißbildung und sorgen zweitens, wie herkömmliche Deodorants, für einen besseren Körpergeruch. Ein Antitranspirant erhalten Sie entweder als Spray, Roll-on oder Cremestick. Antitranspirant-Sprays eignen sich oftmals über die Achselhöhlen hinaus zur Anwendung auf anderen schweißnassen Körperregionen. Aluminiumsalze und Verbindungen sind die wichtigsten Wirkstoffe gegen extremes Schwitzen, da sie die Schweißdrüsenausgänge verengen und somit die Schweißproduktion reduzieren. Laut einer repräsentativen Umfrage in Deutschland nutzen mehr als die Hälfte der Befragten mindestens einmal täglich Deodorants. Die beliebteste Art der Anwendung ist dabei mit deutlichem Abstand zu seinen Mitstreitern das Deospray. Ungefähr jeder dritte Verbraucher greift zum Spray anstatt eines Rollers oder Cremesticks. Was tun aber diejenigen, die an Schweißausbrüchen und übermäßigem Schwitzen leiden und den damit einhergehenden unangenehmen Geruch reduzieren möchten? Ein Deo bekämpft nicht die primären Ursachen, sondern nur die sekundäre Folge von Achselschweiß, es übertönt kurzzeitig den Schweißgeruch. Warum und welches Antitranspirant, das die Ursache von Schweiß bekämpft und den Körpergeruch langanhaltend verbessert, die geeignete Alternative für Sie ist, wollen wir Ihnen in unserer Kaufberatung darstellen. Wenn es Ihnen kalt über den Rücken läuft, wann spricht man von übermäßigem Schwitzen? Vorstellungsgespräch, Marathonlauf, Spaziergang in der prallen Sonne oder ein unangenehmes Gespräch. Die Auslöser der Schweißproduktion sind vielfältig. Der Durchschnittsmensch produziert unter normalen Bedingungen am Tag bis zu einem Liter Schweißflüssigkeit zur Regulation der Körpertemperatur. Im Sommer, während einer Krankheit oder bei körperlicher Belastung steigt die Menge auf 1,5 Liter Schweiß pro Tag und liegt damit noch in einem erhöhten, aber dennoch normalen Bereich. Die Schweißproduktion ist für den Menschen lebensnotwendig, einesteils dient sie der natürlichen Regulierung der Körperwärme. Mit ansteigender Umgebungs- und Körpertemperatur produzieren die Drüsen ein farbloses Sekret, das über die Haut austritt und den Körper vor Überhitzung bewahrt. Des Weiteren schützt die Flüssigkeit aufgrund der enthaltenen Säure effektiv vor Krankheiten. Schweiß ist eigentlich geruchsneutral, erst bei der Zersetzung durch Bakterien auf der Hautoberfläche entsteht ein beißender oder strenger Geruch. Die Wahl Ihrer Kleidung hat somit einen Einfluss auf den Schweißgeruch. Generell gilt, bevorzugen Sie Naturfasern wie Baumwolle, Leinen und Seide gegenüber synthetischen Stoffen wie Viskose und Polyester. Bei Flüssigkeitsverlust viel trinken, Schweiß ist dünnflüssig, sauer und besteht hauptsächlich aus Wasser. Weitere Inhaltsstoffe sind Kochsalz und Ammoniak, welcher für den beißenden Geruch verantwortlich ist. Da bei übermäßigem Schwitzen wichtige Nährstoffe aus dem Körper austreten, sollten Sie dringend darauf achten, den Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen. Greifen Sie am besten auf isotonische Getränke zurück, um mit genügend Mineralstoffen versorgt zu werden. Wir empfehlen daher Kokoswasser und Mineralwasser. Behandlungsmöglichkeiten bei starkem Schwitzen, Antiperspirantin oder kosmetische Operation. Bei der Verwendung von Antitranspirant können Männer und Frauen auf unterschiedliche Produktarten zurückgreifen, Spray, Puder, Roller, Roll-on, Tücher, Achselpads. Bei der Erstnutzung von Antitranspiranten sollten Sie das Produkt die erste Woche über täglich auf die betreffenden Stellen auftragen. Nach der Eingewöhnungsphase müssen Sie das Spray nur noch 1 bis 3 Mal wöchentlich oder nach Bedarf verwenden. Tragen Sie das Antitranspirant abends auf die trockene Haut auf, damit es über Nacht einwirken kann.
Einige Antitranspirante eignen sich, über die Anwendung unter den Achseln hinaus, zur Nutzung auf Gesicht, Kopfhaut, Füßen und Händen. Jedoch sollten Sie nicht Ihren ganzen Körper mit dem Antischwitzenmittel behandeln, da einzelne Stellen der Hautoberfläche zur Temperaturregulation frei bleiben müssen. Zwischenfazit: Bei einem günstigen Deo gegen Schwitzen ist das Anwendungsgebiet auf die Achselhöhlen beschränkt. Der langanhaltende Schutz von Antitranspiranten ist jedoch auf dem gesamten Körper anwendbar. Sofern den Schweißflecken trotz Antitranspirant nicht kleiner werden, können Sie sich beim Arzt nach weiteren Therapiemöglichkeiten erkundigen. Durch die Laserbehandlung oder operative Entfernung der Schweißdrüsen wird die Nervenleitung der Drüsen unterbrochen und die Schweißproduktion blockiert. Da dieser Eingriff als kosmetisch gilt, wird er jedoch selten von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Sie müssen mit privaten Ausgaben von bis zu 2000 Euro rechnen. Sprays, Rollon und Co. Antitranspirantin versus herkömmliche Deos. Antitranspirant und Antiperspirant sind dasselbe. Beide wirken gegen starkes Schwitzen, indem sie die Poren versiegeln oder verstopfen und dadurch die austretende Schweißmenge reduzieren. Im Gegensatz dazu übertünchen Deos lediglich kurzfristig den Schweißgeruch, ohne die Ursache zu bekämpfen. Deo wirkt demnach geruchshemmend, Antitranspirant jedoch zusätzlich schweißhemmend. Demzufolge muss Deo häufiger genutzt werden. Nach einer kurzen Eingewöhnung der Haut reicht es, wenn Antitranspiranten nur noch 1 bis 3 Mal wöchentlich verwendet werden. Der im Deo enthaltene Alkohol wirkt kurzfristig gegen die Bakterien auf der Haut, wohingegen beim Antiperspirant das Aluminium der wichtigste Wirkstoff ist. Vorteile: Seltene Anwendung, Aluminium ist wasserunlöslich, für alle Körperregionen geeignet, sehr ergiebig umweltschonend. Nachteile: Aluminium ist hautreizend, ein Antitranspirant ist teurer als herkömmliches Deo nur auf trockener Haut anwendbar, erhöhtes Krebsrisiko. Jede vierte Frau in Deutschland gibt jährlich bis zu 25 Euro für Deosprays aus. Die Rechnung mit Antitranspiranten geht daher auf, nutzen Sie lieber ein teures, aber wirksames Produkt, als ein günstiges Produkt, welches nur den Geruch übertönt, jedoch Schweißflecken nicht vermindert. Ist Aluminium der wichtigste Wirkstoff gegen übermäßiges Schwitzen? Aluminium bewirkt eine Verkleinerung der Schweißdrüse. Die Drüse zieht sich zusammen und wird verschlossen, sodass kein Schweiß mehr abgesondert wird. Der Vorteil von Aluminium: Da es nicht löslich ist, hält die Wirkung längere Zeit an und der Dusche stand. Obwohl Aluminium im Verdacht steht, das Krebsrisiko zu erhöhen, können Sie auf Antitranspirante mit Aluminium zurückgreifen. Bei herkömmlichen Deos mit Aluminium sollten Sie jedoch vorsichtig sein, sofern sie mehrmals täglich verwendet werden, steigert dies das Brustkrebsrisiko bei Frauen. Wir empfehlen, nach einer Rasur sollten Sie mindestens 24 Stunden abwarten, bis Sie aluminiumhaltige Produkte auftragen, da dies die Haut zusätzlich reizt und so zu Hautausschlag oder Brennen führen kann. Wenn das Schwitzen zur Krankheit wird, was ist Hyperhidrose? Die verschiedenen Kategorien des Schwitzens, das normalphysiologische Schwitzen wird in 3 unterschiedliche Arten eingeteilt: thermoregulatorisch, beim Ansteigen der Körpertemperatur und damit einhergehenden Zahl der roten Blutkörperchen schwitzen wir, um die Temperatur über die Haut auszugleichen. Aber Schweißbildung nur auf dem Körper, Fuß- und Handflächen bleiben trocken. Nervöses Schwitzen: Bei verschiedenen Emotionen wie Angst, Nervosität und Vorfreude werden zuerst die Hand- und Fußsohlen feucht, danach breitet sich der Schweiß auf den Rest des Körpers aus. Gustatorisches Schwitzen: Saures oder scharfes Essen sowie Alkohol lösen eine Schweißschicht auf dem Gesicht aus. Gelegentlich kommt es zu unregelmäßigen Schweißflecken auf dem Oberkörper. Neben der übermäßigen Schweißproduktion gehört auch das Gegenteil, nämlich die ausbleibende Schweißbildung, zu den Arten des krankhaften, pathologischen Schwitzens. Die Schweißdrüsen auf der Körperoberfläche werden hauptsächlich in Ekrine und Apokrine Drüsen unterschieden und sind Teil des vegetativen Nervensystems. Zusammengerechnet besitzt der Mensch mehr als 2 Millionen Drüsen auf durchschnittlich 1,73 Quadratmetern Körperoberfläche. Eine erste Übersicht zu den Funktionen der Drüsen haben wir Ihnen in diesem Ratgeber zusammengestellt. Ekrine Schweißdrüse: Vorkommen, Hand, Stirn, Rückendurchmesser, 0,4 mm. Funktion: Thermoregulation, bietet als Säureschutzmantel Schutz vor Bakterien,
produzierte Schweiß ist geruchslos. Apokrine Duftdrüse, Vorkommen, Achsel, Genitalbereich, Durchmesser, 3 bis 5 mm, Funktion, Barungsfunktion, erzeugt typischen Körpergeruch, produzierte Schweiß hat strengen Geruch. Der Gang zum Arzt, die Arten der Hyperhidrose. Hyperhidrose ist die übermäßige und extreme Schweißproduktion. Abhängig von der Intensivität der Krankheit schwitzen sie nicht nur unter der Achsel, sondern auch an anderen Körperstellen. Die Menge des Schweißes reicht von angefeuchteter Haut bis hin zu Perlen oder Tropfenbildung. Mögliche Auslöser einer Hyperhidrose sind hormonell bedingte Umstellungen des Körpers. Bei der Frau zählen dazu die Wechseljahre oder, bei Frau und Mann gleichermaßen, Probleme mit der Schilddrüse. Schweißausbrüche und eine anhaltende Schweißproduktion können des Weiteren Nebenerscheinungen von Medikamenteneinnahme, Diabetes und Übergewicht sein. Stufe 1, Hautoberfläche ist übermäßig feucht. Schweißfleck unter der Achsel hat einen Durchmesser von 5 bis 10 cm. Stufe 2, auf der Haut bilden sich Schweißperlen, übermäßige Schweißbildung auch auf den Hand- und Fußflächen. Schweißfleck unter der Achsel hat einen Durchmesser von 10 bis 20 cm. Stufe 3, Schweißperlen tropfen von der Haut. Schweiß bildet sich auch auf den Finger- und Zehenrücken. Schweißfleck unter der Achsel ist größer als 20 cm. Unsere Kaufempfehlung: Achten Sie beim Kauf von Antitranspirant-Sprays darauf, dass sie zur Verwendung auf anderen Körperregionen deklariert sind. Hierbei gilt: Auf je mehr Körperstellen Sie es anwenden können, desto besser ist die Qualität des Produkts. Hausmittel gegen Schwitzen, Salbei als natürliches Antitranspirant im Test, ähnlich wie Antitranspirante wirkt Salbei schweißhemmend, indem es die Schweißdrüsen verengt und somit die Sekretproduktion minimiert. Probieren Sie es auch einmal mit Apfelessig, denn dieser hilft, Schweißausbrüche zu verhindern. Entweder vor dem Schlafengehen entsprechende Körperstellen mit Essig einreiben oder täglich einen Esslöffel mit 250 ml Wasser vermischen und trinken. Des Weiteren können wir Ihnen Weizengraspulver empfehlen, dadurch die regelmäßige Einnahme Giftstoffe wie Alkohol aus dem Körper geschwemmt werden, welche den Körpergeruch negativ beeinflussen. Sollten nervöses Schwitzen die Ursache Ihrer Schweißflecke sein, können Sie durch autogenes Training und weitere Entspannungstechniken die Schweißproduktion eindämmen. Zudem lohnt sich ein Blick in den Kleiderschrank. Verzichten Sie auf synthetische Kleidung. Setzen Sie auf atmungsaktive Stoffe und Naturfasern. Überprüfen Sie des Weiteren Ihren Schlafplatz. Die optimale Raumtemperatur Ihres Schlafzimmers sollte gerade einmal 15 bis 18 Grad betragen und überdenken Sie zugleich die Wahl Ihrer Bettdecke. Antitranspirant im Test bei der Stiftung Warentest. In der Ausgabe 06/2014 testete die Stiftung Warentest 24 Deodorants und Antitranspiranten für Frauen. Darunter befanden sich jedoch auch ein einzelnes Unisex-Antitranspirant für Herren und Damen. Zu den Deos gehörten jedoch ausschließlich Drogerie- und Discounter-Marken. Weitere Hersteller, die frei verkäuflich in Apotheken und im Internet vertrieben wurden, berücksichtigte der Deo- und Antitranspirant-Vergleich nicht. Ebenso sind Sweat-Off-Produkte von Stiftung Warentest unberücksichtigt geblieben. Einer repräsentativen Umfrage zufolge ist Nivea nach wie vor die beliebteste Deodorantmarke unter deutschen Männern und Frauen. Jedoch ist die Dosierung von Aluminium in diesen herkömmlichen Deosprays gering, sodass sie täglich verwendet werden müssen und nur gegen den Geruch bei einer normalen Schweißproduktion helfen. Garnier Ultra 3, Rexona Maximum Protection, Dove Clean Comfort, Dove Invisible 3, Nivea 3 Comfort, Dusch das, Reitgard. Balea Antitranspirant Deo Spray. Wenn Sie möchten den Preis sehen und mehr erfahren über die besten Angebote, unten im Videobeschreibung finden Sie alle Links. Sie werden weitergeleitet. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über ein Like und ein Abo.